Also das Thema Reviews ist älter als ich, ist aus den 80er Jahren groß populär geworden mit den Fagan Inspections aus der Gründungszeit der Software, der Interface AG. Und ich möchte in dem Vortrag nicht neue Konzepte zu Reviews vorstellen, sondern vor allem sagen, was für uns funktioniert. Seit 7 Jahren in einem heterogenen Team und auf typische Hemmschwellen, die wir in anderen Gruppen sehen, die verhindern, dass Reviews effektiv gelebt werden, eingehen und was aus unserer Sicht funktioniert hat, um die effektiv zu machen. Bevor ich zu unserem Review-Prozess komme und zu unseren Erfahrungen, was funktioniert, möchte ich ganz kurz was zum Begriff Review sagen. Es gibt sehr schwergewichtige Ansätze. Der typische Vertreter sind Fagan Inspections. Schwergewichtig, weil es eine klare Prozessvorstellung gibt mit klaren Rollen. Ich habe hier einen Raum, da sitzen 6 bis 8 Leute drin, die haben Quelltext ausgedruckt, gehen mit Stift und Zettel drüber und haben sehr lange Meetings. Die sind effektiv, fühlen sich aber nicht effizient an. Gibt es bei Ihnen hier jemanden im Raum, der bei sowas mal teilgenommen hat oder was sowas immer noch macht? Teilgenommen? Ist es bei Ihnen in der Unternehmung noch verbreitet? Ja, also das ist auch die Erfahrung, die wir gemacht haben. Ich war vor 2 Wochen in San Francisco auf einer Konferenz. Da hat jemand von Microsoft Research Erfahrungen von Microsoft in Sachen Inspections vorgestellt und gesagt, dass das komplett abgeschafft wurde bei Microsoft, weil es sich nicht effizient genug anfühlt. Man sitzt so 8 eine Stunde im Raum, schon ist ein Personentag weg und man weiß nicht richtig, wie weit man vorangekommen ist. Interessanterweise war in dem Vortrag jemand von IBM und von IBM kamen die Inspektionen ursprünglich und hat gesagt, dass selbst bei IBM das nicht mehr eingesetzt wird. In dem Vortrag möchte ich auf leichtgewichtige Reviews eingehen. Am anderen Spektrum, sehr viel mehr verbreitet. Ich habe hier einen typischen Vertreter für leichtgewichtige Reviews, Pair Programming. Roland hat in der Einführung Extreme Programming angesprochen als einen Vertreter der agilen Entwicklungsmethoden. Anders aus dem Bild vorher habe ich hier 2 Personen, nicht 8. Die machen es nicht auf Papier, sondern am Computer. Und in der Regel sind das beide, die eine ähnliche Funktion haben im Team. Und für den Vortrag ist für mich Peer Review durch 2 am Computer mit dem Ziel der Verbesserung der Verstehbarkeit, Wartbarkeit, Zukunftssicherheit. Wir haben ein paar Teams, die relativ viel Pair Programming machen. Wir selber machen Pair Programming an manchen Stellen, dediziert, wenn wir ein Problem haben, wo wir wissen, das kriegen wir allein nicht hin oder es gibt sehr viel Diskussion. Für uns funktioniert Pair Programming aber nicht flächendeckend. Wir haben aber den Anspruch, dass wir unseren Quelltext flächendeckend reviewen. Das heißt, wenn wir irgendwo eine Änderung machen, dann muss die von jemand anders angeschaut werden, bevor die deployed wird und bei uns das Haus verlässt. Was wir machen oder warum funktioniert für uns Pair Programming nicht? Erstens müssen 2 Personen gleichzeitig Zeit haben. Das heißt, wenn ich Gleichzeit habe und einer kommt früh und geht früh und der andere kommt spät und geht spät, funktioniert es nicht. Beide müssen im gleichen Raum sein, das funktioniert bei uns häufig auch nicht, weil wir an unterschiedlichen Kunden sind oder einer im Homeoffice sitzt. Dann noch gravierender, weil das sind Punkte, die kriegt man hin, wenn man es wirklich will. Noch gravierender für uns, für funktionierendes Pair Programming braucht man gleiche Geschwindigkeiten oder ähnliche Geschwindigkeiten. Wir haben einen im Team, das ist der effektivste Programmierer, mit dem ich je gearbeitet habe, aber der hat als Student bei Programmierwettbewerben teilgenommen. Der hat die auf Deutschland- und Europaebene auch gewonnen und der ist aber, hat sich eine Geschwindigkeit antrainiert. Wenn ich neben dem sitze, dann komme ich nicht mit. Wenn ich fahre und die Tastatur und Maus habe und er neben mir sitzt, dann fällt er mir vom Stuhl, weil ich ihm zu langsam bin. Das heißt, unsere Lösung ist hier, das zu entkoppeln. Einer entwickelt, wer anders schaut drüber, aber nicht zur gleichen Zeit. Dafür müssen wir uns aber merken, welche Dateien sind in welchem Zustand. Das heißt, wo arbeite ich noch dran, an welchen Stellen warte ich auf ein Review und wo ist ein Review schon durchgeführt worden. Und hierfür verwenden wir ein ganz einfaches 3-Farbsystem. Wenn ich neue Dateien anlege oder existierende Dateien verändere, dann sind die rot. Solange ich dran arbeite, bleiben die rot, da soll noch keiner reinschauen, ich weiß, da sind noch Probleme drin, da will ich kein Feedback. Wenn ich sage, ich habe alles fertig, ich habe den Change Request umgesetzt, das Feature ist drin, mache ich den Code gelb. Jetzt verschickt unser System einen Request for Review an den Kollegen. Der schaut sich die Dateien durch und überall, wo ihm Dinge auffallen, die er anders machen würde, die er nicht versteht, wo er Probleme sieht, schreibt er mir Kommentare in den Quelltext selber, macht die Dateien wieder rot und ich kriege von unserem System eine Mail, dass ich da wieder reinschauen muss. Hier gehen wir so lange im Kreis, bis der Reviewer sagt, er findet keine Probleme mehr hier drin, das ist jetzt alles grün. Vorhin ging es über den Unterschied zwischen Könnentransfer und Wissenstransfer. Uns ist wichtig, wir loopen hier so lange, bis alle Änderungen drin sind. Und die macht nicht der Reviewer, sondern der Autor. Das heißt, wenn der Code grün ist, hat der Autor an der Stelle gezeigt, dass das jetzt an der Stelle kann. Ich möchte, ganz wichtiger Punkt, der letzte Pfeil.
Wenn eine grüne Datei wieder geändert wird, wird die wieder rot und muss wieder durchs Review. Ganz kurz zu unserer Werkzeugunterstützung, nur dass Sie eine gewisse Vorstellung haben. Ich habe hier einen Screenshot aus unserer Entwicklungsumgebung. Da sieht man an jeder Datei die Farbe. Also ich sehe sofort, in welchem Zustand ist die Datei. Ich kann die übers Kontextmenü setzen. Wir haben als kurzen Exkurs einen Hashwert in der Datei im Header. Das heißt, wenn die Datei grün ist, dann kodiert der Hash den Inhalt der Datei zu dem Zeitpunkt, wo die grün gemacht wurde. Wenn ich jetzt an der Datei was verändere, dann passt der Hash nicht mehr zum Inhalt. Das heißt, er wird automatisch rot. Jetzt wieder auf einer höheren Abstraktionsebene. Wir haben Dashboards, wo wir sehen, welche Dateien sind in welchem Review-Zustand. Das heißt, ich sehe jeweils, wie viel roter und gelber Code ist aktuell da. Und wir verfolgen es natürlich über die Zeit. Und wir können nur, das ist jetzt wichtig, wir können nur releasen, wenn alles grün ist. Das heißt, vor dem Release müssen wir unser komplettes Review-Backlog abarbeiten. Warum machen wir das? In der Literatur liest man viel, dass Reviews ursprünglich eingeführt wurden, um Fehler zu finden. Unser Hauptpunkt ist Wissenstransfer. Ich hatte vorher angesprochen, es gibt manchmal Wissenssilos in Unternehmen. Wir sehen das gerade in der Programmierung häufig. Es gibt eine Person, die kennt das, dann verlässt dieses Unternehmen. Problem. Um zu zeigen, wie stark Reviews von Wissenssilotum aufbrechen, habe ich hier ein Bild aus unserer eigenen Software. Was bedeutet das? Hier ist jedes Rechteck eine Datei. Die Größe des Rechtecks korrespondiert zur Anzahl Zeilen in der Datei. Und so gemeinsame Schattierungen sind Pakete. Also hier ist beispielsweise unser Clone-Detection-Paket, hier ist unser Architekturanalyse-Paket. Und ich habe jetzt für ein halbes Jahr alle Dateien rot angemalt, die ich in der Zeit angefasst habe. Und wenn ich mir aus der Zeit von drei Kollegen die gleiche Analyse anschaue, dann kriegen wir dieses Bild. Man sieht, wir haben nicht alle gleich viel gearbeitet. Also wir haben den Entwickler, den ich vorher genannt hatte, der bei dem Programmiercontest dabei war, der hat hier deutlich mehr geschafft in der Zeit. Aber man sieht, es gibt kein Package, wo einer entwickelt hat und keiner von den anderen. Also ich war in den beiden Gebieten relativ viel unterwegs und hier der Benjamin in der Zeit auch. Und was uns das bringt, ist, dass man nicht erkennen kann, von wem welcher Code ist. Wir entwickeln seit Jahren miteinander, wir haben gemeinsame Standards, wir haben eine gemeinsame Art, wie wir Code dokumentieren, wie wir Code testen. Wenn man uns ein zufälliges Stück Code rauszieht, können wir nicht sagen, von wem es von uns war. Nicht durchs bloße Anschauen. Was wir auch sehen, ist, dass der Code in der Regel kürzer und einfacher wird. Der andere sieht, hier ist was, das hättest du wiederverwenden können aus einer Bibliothek. Hier ist ein Algorithmus, der ist viel zu kompliziert, da gibt es einen anderen, da sparst du dir Code. Das heißt, wir sehen, wir haben nicht nur Wissenstransfer, in der Regel wird es sogar deutlich einfacher, was wir da machen. Das Bild, was ich jetzt präsentiert habe, ist, was das sieht so aus, das sollte es für alle interessant sein. Genau wie beim Sack voll Süßigkeiten. Einer mag vielleicht lieber die grünen, das heißt, man findet durch Reviews Fehler. Ein anderer mag vielleicht lieber die gelben, das heißt, ich kann im Review zum Ausdruck bringen, wo ich mich auskenne. Oder ich kriege durch Review Feedback ein gewisses weiteres Lernen und sehe, an welchen Stellen ich meine Arbeit verbessern kann. Das ist eine sehr überzeichnete, positive Darstellung von Reviews. Sie ist auf den ersten Blick richtig, wenn wir in ein Unternehmen reingehen und fragen, wer Reviews macht, dann heben in der Regel alle die Hand. Gerade wenn wir das Management fragen oder wenn wir Entwickler fragen, wenn das Management dabei ist. Wenn wir dann aber nachschauen, wo wurden denn das letzte Mal Reviews durchgeführt? Oder wer im Raum hat in den letzten 4 Wochen an einem Review teilgenommen? Dann sieht es meistens so aus. Es wurden schon mal irgendwann Reviews durchgeführt, vielleicht auch mal ein bisschen zentralen Code, aber fast nie flächendeckend und auch nicht regelmäßig. Woran liegt es? Ich denke, drei zentrale Gründe. Erstens sind die Kosten von Reviews sehr viel einfacher zu quantifizieren als der Nutzen. Wir haben vorher Pair-Programming gesehen. Wenn man es zum ersten Mal hört, denkt man, es kostet auf einmal alles doppelt so teuer, weil sitzen die zu zweit vorm Computer, haben aber nur noch eine Tastatur. Das ist, glaube ich, gar nicht das größte Problem, weil viele Unternehmen fangen mit Reviews an. Das heißt, irgendwer muss mal bereit gewesen sein, die Kosten zu tragen. Und wir sind selber davon überzeugt, dass es uns mit Reviews billiger kommt, auf lange Sicht als ohne, sonst würden wir es nicht machen. Es gibt keinen mehr, der uns vorschreibt, Reviews zu machen, wir machen es trotzdem freiwillig. Ich glaube, der zweite große Hemmschuh ist, dass Reviews einfach sehr schwierig sind. Man muss Quelltext von wem anders anschauen und wenn es keine Kultur gibt, in der honoriert wird, dass man es macht, ist es sehr schwierig, das durchzusetzen. Und für uns ist der dritte große Hemmschuh, dass es sozial herausfordernd ist. Da möchte ich ein bisschen mehr drauf eingehen. Ich habe hier ein bisschen Quelltext aus meiner Promotion. Da habe ich einen Algorithmus gebaut, der Copy-Paste-Programmierung findet. Also wo jemand eine Lösung irgendwo gesehen hat und sie nicht abstrahiert und wiederverwendet, sondern kopiert und wieder einfügt. Das hier ist ein Stück aus dem Clone-Detection-Algorithmus. Wolfgang hat es vorher angesprochen. Das ist mein Werk, das ist mein Werksstolz. Ich gebe es im Kopf ins Review, weil ich konstruktives Feedback will. Aber natürlich
gebe ich da ein Stück von mir selbst mit. Und die Bitte um Feedback ist immer der heimliche Wunsch nach Lob. Aber wie funktioniert unser Review-Prozess? Der Reviewer kriegt den Code und der schreibt To-Dos rein, wo ihm was auffällt. Den Rest fand er gut. Bei mir kommen aber nur an die beiden Stellen, die er kritisch fand. Er schreibt mir jetzt aber nicht rein, gut gemacht, weiter so. Ja? Wäre nicht effektiv, fühlt sich komisch an. Er schreibt nur die Stellen rein, an denen er Probleme im Code gesehen hat. Bitte? Das stimmt, aber es fühlt sich nicht immer so an. Und unsere zentrale Erfahrung an der Stelle ist, es gelingt einem viel besser, die eigene Arbeit von der eigenen Person zu trennen, wenn man nicht nur Reviews empfängt, sondern auch Reviews schreibt, weil man dann beide Rollen hat. Deswegen sind uns Peer-Reviews wichtig. Und ganz entscheidend ist, wie man zum ersten Mal in Kontakt mit Reviews kommt. Was wir in vielen Teams sehen, ist, dass wenn jemand, ein junger Absolvent oder Student, kommt neu ins Team, der wird als erstmal mit dem auf die Finger geschaut. Vielleicht kannte der sich im Code nicht aus, hat irgendwelche ganz schwierigen Bereiche was kaputt gemacht. Jetzt wird er immer gereviewt, wenn er noch was Neues bearbeitet. Wir haben die Erfahrung gemacht, es ist viel besser, zuallererst eine neue Person Reviews machen zu lassen. Weil der sieht unseren Code, da sieht er auch Probleme. Das heißt, auch die Älteren, die schon länger im Team sind, die vielleicht seine Chefs sind, sind nicht unantastbar. Und er weiß, er hat unseren Code kritisiert und nicht uns als Personen. Das heißt, wenn er dann von uns Review-Feedback bekommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er das sachlich nimmt und nicht persönlich nimmt, viel höher. Das ist unsere erste Best Practice. Ich habe die hier auf die Folien, dann kann man die danach nachlesen. Ich gehe jetzt hier gar nicht weiter drauf ein. Der zweite Punkt ist, Reviews sind schwierig. Zu dem Zeitpunkt, wo ich als Autor Code schreibe, weiß ich alles, was ich über den Code hier wissen kann. Ich kann mich noch erinnern, welche Varianten ich verschmissen habe. Ich habe die Algorithmen gerade implementiert, ich habe sie getestet, ich weiß alles. Das ist der Zeitpunkt, wo ich am meisten über mein Programm weiß. Der Reviewer, wenn der zu dem Code kommt, weiß der viel weniger. Der hat manche Konzepte noch nie gehört. Der weiß nicht, was ich für Irrwege verworfen habe und tut sich sehr viel schwieriger, da schnell einzusteigen. Und eine Standarddiskussion, die wir haben, wenn ich als Reviewer den Code nicht verstehe, ist der Code zu schwierig oder bin ich als Reviewer zu dumm? Und die ganz klare Antwort ist, vor allem wenn ich reviewe, ich als Reviewer habe recht. Und nicht der Autor, der den Code zu schwierig hat. Und der einfache Grund dafür ist, die Perspektive hier hat nicht nur der Reviewer, sondern der hat der Autor selber 3-4 Monate später, wenn er sich an den Quelltext nicht mehr so genau erinnern kann. Das heißt, um den Reviewer so stark wie möglich zu unterstützen, haben wir die klare Regel, der Reviewer hat recht, wenn er den Code nicht versteht und nicht der Autor. Und dann muss man gemeinsam den Weg finden, den Quelltext einfacher zu machen. Es gibt ein paar Punkte, die kann man, wenn man ein Review macht, von einem gewissen lokalen Code nicht gut finden. Zum Beispiel die vorher angesprochene Copy-Paste-Programmierung, weil um Duplikate zu finden, muss ich sehr viel Code auf einmal kennen. Das tue ich in der Regel nicht. Aber gerade Code-Duplication ist ein Problem im Review, weil die Dinge, die ich an einer Stelle ankreide, sind in der Regel an den anderen Stellen genauso drin. Ich möchte hier eine andere Visualisierung für einführen. Ich nehme jetzt für jeden Buchstaben nur noch einen Punkt. Ich kriege jetzt 5000 Zeilen Code auf dem Beamer. Das ist Quelltext aus dem betrieblichen Informationssystem von einer Münchner Firma. Ist erst 4 Jahre alt. Und wenn man unser Werkzeug drüber laufen lässt, dann kann man sich die Dinge erkennen lassen, die voneinander kopiert sind. Und Wolfgang hatte vorher Einmaligkeit genannt als Handwerksziel. Und in einem meiner Lieblings-Essays im Software-Engineering-Bereich, No Silver Bullet von Fred Brooks, da sagt Fred Brooks, dass Software-Engineering so viel komplizierter ist als alle anderen Ingenieursdisziplinen, weil es in Software alles nur einmal gibt. Im Auto gibt es 4 Räder, das heißt, es gibt zwar sehr viele unterschiedliche Teile im Auto, aber nicht so viele verschiedene. Und er sagt, Software ist anders, weil immer wenn man in der Software was zweimal braucht, baut man eine Abstraktion und dann gibt es wieder nur einmal. Hat Fred Brooks recht? Wenn wir unser Werkzeug auf solche Systeme laufen lassen, kriegen wir in der Regel so ein Bild. Das ist natürlich jetzt ein extremes Beispiel, aber jedes Mal, wenn ich ein Stück roten Code reviewe, alle Probleme, die ich hier finde, finde ich natürlich auch an den anderen Stellen. Das heißt, hier ist es nicht effizient, Reviews durchzuführen, und hier fühlt es sich auch als Review nicht effizient an, weil man den Eindruck hat, das sind Dinge, hier ist es Zeitverschwendung und das sind Dinge, die hätten einem ein Werkzeug vorher sagen können. Wir vergleichen das immer gerne damit, wenn man ein Textdokument zum Review bekommt. Und da sind lauter Rechtschreibfehler drin.
dann ärgere ich mich, dass der Autor da keinen Rechtschreibprüfer drüber gelaufen hat. Schließlich kostet es nicht viel Aufwand und es erspart mir, diese einfachen Probleme zu finden. Und das Entscheidende ist, es ist nicht nur Zeitverschwendung, sondern man findet die großen Schwierigkeiten nicht. Wir verwenden dieses Review-Verfahren auch in Studentenpraktika. Und da ist es häufig so, dass ein Student, der bei uns zum ersten Mal im Framework was programmiert, 2, 3 Runden mit seinem Code durchläuft. Und bei den ersten 2 Runden findet man vor allem oberflächliche Probleme. Und in der 3. Runde, wenn die ganzen oberflächlichen Probleme weg sind, merkt man, dass der komplette Code durch einen Bibliotheksaufruf hätte ersetzt werden können. Und dann kommt der Student und sagt, Elmar, ich habe jetzt 2 Runden lang Sachen aufgeräumt, dann sagst du mir in der 3. Runde, dass wir das ganze Ding wegschmeißen. Warum sagst du es mir nicht gleich? Und da ist die Antwort nicht Boshaftigkeit, sondern weil man es durch die vielen kleinen Probleme häufig die zugrunde liegenden Probleme nicht sieht. Also ist hier unsere Best Practice, wir dürfen den Code erst dann ins Review geben, wenn er keine Probleme mehr enthält, die man mit einer statischen, automatischen Analyse finden kann. Das heißt natürlich auch, dass alle Entwickler ihre Werkzeuge gleich konfiguriert haben müssen, sonst sieht einer keine Probleme, beim anderen sind ganz viele, aber das kriegt man, wenn man es wirklich will, hin. Ich habe noch eine Reihe von anderen Themen, von anderen Best Practices, die ich nur ganz kurz ansprechen möchte, um der Diskussion nicht vorzugreifen. In der Regel setzt bei uns der Reviewer die Änderungen nicht selber um. Sie kennen das vielleicht aus anderen Kontexten. Ich hatte mal einen Chef, der hat mir immer Dinge zum Korrekturlesen gegeben und jedes Mal, wenn ich einen Kritikpunkt hatte, hat er mir danach gesagt, ich soll das verbessern. Und dann ist man in dem Zwiespalt, sage ich es jetzt, oder weil ich mir dann Arbeit schaffe, oder sage ich es nicht. Das heißt, unser Ziel ist hier sehr guter Quelltext, deswegen setzt es der Reviewer in der Regel nicht um. Dann, man will vermeiden, dass man einen langen Review-Backlog hat. Für uns funktioniert gut, Freitagvormittag blocken, um die Dinge, die man unter der Woche nicht gereviewt bekommen hat, wegzuschaffen. Wir haben Inkubatorbereiche. Es gibt immer noch Doktoranden an der TU in der Gruppe von Professor Breu, die unser Werkzeug verwenden und erweitern. Und in der Forschung baut man gerne Prototypen, weil man was lernen will. Da weiß man nicht, ob es funktioniert. Manchmal schmeißt man die nach einem Monat wieder weg. Wenn man da jetzt viel Arbeit investiert hat, um das über Jahre wartbar zu machen, dann hat sich das nicht gelohnt. Wir haben Inkubatorbereiche, da wird nicht gereviewt. Aber entscheidend, wenn man die releasen will, dann müssen die aus dem Inkubator raus und müssen grün werden. Das heißt, dann müssen sie durch den Review-Zyklus durch. Und wir machen nicht alles asynchron. Also wenn wir merken, dass wir über To-Do-Kommentare diskutieren, dann machen wir Pair-Programming und reden miteinander, weil es doch effizienter ist. Wir brauchen natürlich einheitliche Guidelines und Checks, sonst sieht jeder unterschiedliche Probleme im Code. Und wenn wir neue Mitarbeiter einführen, dann lassen wir die zwar zuerst reviewen, aber manchmal schaut noch jemand anderes über ein Review drüber. Wenn derjenige ganz neu ist, ist es sehr kritischer Code, dass dem nicht zu viel durchrutscht und der auch zu seinem Review wieder Feedback bekommt. Damit komme ich zum Ende. Erste kleine Aussage, für uns sind effektive statische Analysen die Grundlage für Reviews. Für uns sind Peer-Reviews, und zwar flächendeckend, der Schlüssel zu wartbarer Software, zu hochqualitativer Software. Und das kann ich gar nicht genug betonen. Wir haben als Gruppe in den letzten Jahren mehrere hundert Systeme auf Qualität analysiert. Wir sehen natürlich vor allem Systeme, in denen Probleme sind, sonst würden wir da nicht zugeholt werden. Wir haben aber ein paar Systeme gesehen, die waren sehr, sehr gut. Und die waren in unterschiedlichen Firmen, in unterschiedlichen Domänen, in unterschiedlichen Sprachen. Aber die hatten alle gemein, dass die flächendeckende Peer-Reviews gefahren haben. Und damit komme ich auf den Vortrag vom Wissenswerk zurück. Erfolgreiche Peer-Reviews erfordern Ressourcen und Commitment auf allen Leveln. Nicht nur auf Entwicklerebene, sondern auch auf Ebene des Managements, weil es am Anfang eben hohe Kosten verursacht. Vielen Dank.